So, jetzt sind wir wieder hier in Escalera und ich hoffe, jetzt ist der Bursche da und jetzt kriege ich nicht gleich wieder eine Strafe und die erschießen mich alle direkt und ich bin wieder in Chuparosa und muss von da wieder reiten. Ne, 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 ne. Deswegen gehe ich hier direkt runter. Läuft. Der mexikanische Cäsar. Auf dem Weg hin sind ein paar lustige Sachen passiert. Also nicht wirklich. Also eigentlich gar nichts. War sehr unlustig. Andeles lindas y patrióticas. Dale, que ustedes son putas y lo saben. Por favor, no me obligas. Oh, mi amor, nadie te está obligando a hacer nada. Solamente quiero que animes al hombre que va a salvar a tu padre. ¿Tú quieres a tu padre, cierto que sí, linda? What's going on here, Captain DeSanta? Just a little recruitment. Nothing for you to be concerned about. You boys using women soldiers now? Our costumes are none of your concern. Apparently not. De Santo Mariconcito, me encontraste algunas chicas. Ay, mamacita, ¿dónde has estado toda mi vida? Ven, ven, mujeres. Ay, me gusta. These two patriots were keen to make your acquaintance, mi coronel. Fantastic. I love patriots. Hey, Sergeant Marston, you here to fight the war? And we shall make a patriot of you yet. I hope so. Any word of those men? Oh, yes. I heard they were riding with Reyes. I wanted to talk to you about it. De Santo, hable con él. Tell him what I wanted. His Excellency, el Coronel, would like to employ you in escorting a train down rebel country. The job is dangerous, but you'll have the honor of... Another patriot? Of knowing that you served Mexico in her fight against forces that would destroy our society. How much you offer? 20,000 pesos. And information as to the whereabouts of Javier Escuella. Okay, then. Mexico loves you, Mr. Martin. She has a funny way of showing it. Hurry! We must go! Lecker. Gut, Mexiko liebt mich. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Wir werden mit dem Kapitän mal mitfahren. Ja, ja, die Backen hier. Warmanos. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Deswegen überspringen wir direkt zum Zielgebiet und schauen, was dort Ringo, abgeht. Ringo, are you listening to me? Ne. You seem quiet, do you? I don't know. You tell me. We have not seen a single rebel yet. I'd say that's a good thing, wouldn't you? Anscheinend ist das nicht so gut. Aber was weiß ich schon. Una emboscada! Abre el fuego! Guck mal, da sind sie. Ah, guck mal, ist der tot? Ja, er ist tot, alles klar. Er ist auch tot. Und er ist auch tot, kein Problem. Easy peasy. Läuft. Läuft. Ja, komm mal hin hier. Keine Zeit. Meine Fresse. Ja, da kommen noch mehr von denen. So. Warte. So. So. Oh, guck mal, das sind nicht alle tot. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Ich finde es gerade ein bisschen doof, dass ich ihnen helfen muss. Ich habe gar keinen Bock, ihnen zu helfen, wenn ich ehrlich bin. Die sind scheiße. Aber naja, gut. Ja, ich war mit dem Captain nach Chuparosa. Kann ich das überspringen vielleicht? Nein, kann ich nicht. Schade. Das ist jetzt blöd. I don't know. This doesn't feel right to me. We're on our way to escort a train through rebel-held country. An ambush feels about right to me. Soldado, ¿quién eres? ¿Cuál escuadrón? Somos nuevos reclutas, capitán. Es nuestra primera asignación. I knew I had not seen these men before. They are new recruits. In Escalera, people have been talking about the rebels planning a large attack. If these supplies are so important, why have we been given so few soldiers? Don't ask me. You're the captain. I thought you were supposed to be fearless. I am fearless, but not brainless. There is something wrong. I feel it. Maybe you just need to take a piss or something. The colonel told me that the Santa had praised my actions in Torquemada and called me a hero. Oh, hier sind noch mehr von denen. Oh mein Gott, soll ich euch jetzt erschießen? Soll ich euch helfen? Ich habe keine Ahnung, was ich tun will. Ich habe ihn nicht getötet, es tut mir vor. Oh, ich habe da drüber geschossen. Naja, macht nichts. Einer lebt noch, ne? Aber das ist
im Grunde auch total wurscht. Weißt du, was ich mal machen kann? Ich kann mal gucken, habe ich irgendwas, weil ich habe keinen Bock so zu schießen. Ne, ich habe irgendwie gar nichts, was ich mache. Das ist ja doof. Ich habe auch gemerkt, in irgendeiner Folge, ich weiß gar nicht, in welcher das war, habe ich die ganze Zeit versucht, Medizin zu nehmen. Medizin stellt aber nur Leben wieder her, ja. Und ich habe mich gewundert, warum das nicht funktioniert. Ich weiß nicht ganz, warum. Ich wollte, glaube ich, mein das Dead Eye aufladen und habe dafür Medizin benutzt, was gar nicht geht. Okay. Macht ja nichts. Ich wollte das jetzt nur noch mal aufklären. Ja, ja, klappt mal wenigstens irgendwas. Kann ich das überspringen? Nein, kann ich nicht schauen. Eine, wo eine Kugel rauskommt. Ah. 20,000 pesos in Javier Escuela. That is a lot of promises. Do you know where Escuela is? You think I am going to tell you that before you have fulfilled your obligations? Do not take me for a fool. I'm giving you no reason not to trust me. You must understand why we are suspicious of you. Most American vigilantes come here to help the rebels. It is strange you have chosen to work for the army. I'm not working for you. How many times do I have to say this? Call it what you want, gringo. We are exchanging favors then. I ain't seen many favors come my way yet. Abraham Reyes is trying hard to recruit gringos to fight for him. His propaganda is everywhere. He promises women, gold, and of course you go. Money and a chance to interfere in business that is not your own. How can any American resist? Abraham Reyes, den kennen wir ja bereits. Ich glaube, mit dem werden wir es auch noch irgendwie zu tun bekommen, aber das ist ja ein Lutscher, das wissen wir. Ja, und du? Ah. Ja, ja, gut, ist okay. Ich gehe schon runter. So, wir müssen jetzt zum Zug. In den Zug. Bist du dumm? Okay. Ich weiß jetzt nicht genau, was jetzt kommt, aber wahrscheinlich irgendwas Großes. Peng, peng, puff, puff. Vermutlich. Zug. Er zeigt auf den Zug, ich gehe auf den Zug. Okay. Do not think we have seen the last of the rebels. You recruits can't win a fight like this. I need you to man the Gatling gun. I ain't the soldier here, Captain. Do not question me, gringo. Just do as I say. Kann ich ihm das andere Auge auch rausschießen? Vielleicht? Andale! Ojos abiertos! Take your position now! I hope you know how to use that gun. Kann ich schießen? Ich kann ja aus Versehen ein paar Soldaten töten, oder? Ich mein. Kann ich hier... Nee. Schade. For a cold-hearted killer, you're an anxious son of a bitch, ain't you? We have already been ambushed. Our squad is made up of new recruits and the two men that Santa hates the most. I think it is right to be anxious. Yeah, well, I wasn't exactly expecting a pleasant picnic by the seaside myself. ¿Qué carajo estás haciendo? Naja, ja, carajo, meine Fresse, ey, wir sind ganz schön schnell. Hoi, 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 hoi. Oh, gut, jetzt ist es schon so an der Gatling, ne? Geil. Kann man mal ein bisschen schießen, weil ich meine, warum nicht, ne? Da war auch bestimmt irgendwas. Ein Killer-Eichhörnchen oder so, man kennt das, ja. Was? Ach da. Wo denn? Ah. Das Geile ist, ich kann halt hier nicht so viel machen. Also ich kann nicht so schießenmäßig ist da nicht so viel, ne? Ja, versuchen die ein bisschen hier so. Schieß einfach die Pferde kaputt. Eigentlich will ich die Pferde gar nicht töten, aber das würde ich ja zwangsläufig tun. Was willst du von mir, Mann? Nerv mich. Die Pferde sind halt irgendwie leichtere Ziele. Das ist natürlich jetzt ihr Verhängnis, ne? Oh, ja, wo sind die denn alle? Das ist gar nicht mehr so einfach. Halt die Schnauze. Ja, habe ich nicht getroffen, ne?
schieße mit 10 Kugeln pro Sekunde. Minute, Stunde, was weiß ich. Lebt er noch? Wie kann der noch leben? Der ist von einem Pferd runtergefallen. Ich habe auf ihn geschossen. Das ist allein, dass ich auf ihn geschossen habe. Ob getroffen oder nicht, bedeutet, er ist tot. Flugzeug! Flugzeug! So spannende, eine spannende Zugfahrt. Was hätte ich gern öfter? Wo sind sie denn? Ach, guck mal, da ist einer. Ah, der lebt noch. Alter. Pom, 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 pom. Wo ist denn der? Ach, da. Ja, ich muss ja leider auf die Pferde schießen. Irgendwie töte ich aber trotzdem nicht alles. Doof. Wo kommen sie denn? Da, irgendwo. Boah, den Pferd habe ich aber sauber jetzt. Das Pferd habe ich sauber gekillt. Was, der ist selber hier? Ne. No way, man. No fun way. Das ist natürlich cool, wenn ich ihn gerettet hätte und jetzt töte ich ihn. Das ist irgendwie ein bisschen strange. Aber so letzten Endes auch wieder. Was? Achso, da ist ein neuer gekommen, okay. Achso, das ist ein Pferd. Okay. Lebt die Kutsche eigentlich noch gut genug? Oder ist sie gleich ganz tot? Vielleicht kann ich ein bisschen nachhelfen. Schieß auch ein bisschen auf die Kutsche. So, wir schießen einfach. Was war das denn? Oh, die kommen hier rauf, oder was? Nee. Uncool, uncool, uncool. Die schießen einfach ein bisschen rauf. Genau, komm mal hier rauf. Das finde ich eine gute Sache, wenn die alle einfach raufkommen. Da kann ich mich einfach so schießen. Und muss da gar nicht so krass zielen oder so, weißt du? Ich möchte schon ein bisschen von denen töten. Ich meine, hey, was soll's, ne? Oh, der ist tot. Na, es tut mir jetzt aber leid. Manchmal finde ich es unrealistisch, dass ich die nicht töte, ne? Manchmal ist das echt ein bisschen strange. Ich meine, das ist jetzt nicht so was wie eine heutige Waffe, ja, aber trotzdem. Also eine heutige Maschine oder Gatling Gun wäre natürlich ein bisschen schneller. Aber dennoch müsste ich ja wohl in der Lage sein, hier zu treffen, ey. Andale, 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 mein Freund. So. Nee, der ist nicht tot, okay. Der wird halt mitgezogen, aber tot. Oh Gott. Ich glaube, ich bin gleich tot. Die kriegt auch ganz schön viel Schaden gerade. Bin ich hier? Kann das sein, dass ich gerade auch der Einzige bin, der irgendwas macht? Ich habe so ein bisschen das Gefühl. So. Der ist auch nicht tot. Oh. Der ist aber tot. Der ist nicht tot, wobei ich ja schon sagen würde, wenn man da so krass vom Feld runterfährt, vom Pferd runterfällt, vom Feld runterfährt, Junge, dann weißt du, was Sache ist, ne? So, das war ein Headshot. Also mal ganz kurz hier ein bisschen wieder entspannen, ja? Was ist denn hier los, ey? Den habe ich ja voll ins Ohr getroffen. Ein Ohrschuss bedeutet tot. Wer das nicht weiß, ja, der weiß ich auch nicht. Hi. Ich sehe euch nicht, aber das macht nichts. Ja gut, ich sehe absolut gar nichts. Ich werde dich wahrscheinlich sterben. Nee, werde ich da nicht. Das ist ja doof. Vor allem so sehe ich überhaupt nichts. Jeder, der hinter mir steht, der hat auf jeden Fall eine bessere Position als ich. Naja, bis hierhin ging es ja ganz gut. Die Lokomotive hat noch halbes Leben. Also der geht es jetzt semi-gut, würde ich sagen. Aber das reicht alles noch im grünen Bereich. Oder im blauen, je nachdem. Ich finde die Gatling Gun gar nicht mal so geil, ne? Das muss ich einfach mal so sagen. Aber bei der Masse an Gegnern ist die Gatling Gun, glaube ich, ein bisschen mehr. Oh, ich glaube, ich habe es geschafft. I think that's all of it. We do not have far to go. The base camp is just at the top of the hill. That was mad. Okay. You did well, compadre. Very well. Whatever I can promise you in return, you have earned it.
I don't think the Santa expected us to come back from this. Put the gun down, Gringo. Did you want to kill him, or should I? No. Until I find Escuela, he's more used to me alive. Fahren wir den Zug zum Lager der Armee. Okay, mach ich. Ich bleib mal noch an der Gatling. Ach, wobei, wir sind schon da. Dann kann ich auch von der Gatling weggehen. Und warten, bis wir zum Stehen kommen. Here we are. Thank God. We are lucky to be alive. Ja, ja. Go to the camp. The base commander will want to speak to you. Ja gut, dann gehe ich da mal hin. Señor Barston, ven aquí. Señor Barston, thank you for your efforts. The escort was a success. At least some of your men survived. I didn't think to survive myself. My whole life I have dreamed of a glorious death. Vamos! Rapido antes que nos ataquen otra vez. These socialist pigs cannot be allowed to win. Cabrone! Yeah. Auch hier habe ich das Gefühl, dass das nicht so eine gute Sache ist. Aber yeah. Egal, spielt ja keine Rolle. So, lass mal gucken. Guck mal, hier ist einer. Ja klar, da fremde Patronen. Da heilige Schätze hin. Klar doch, klar doch. Wo ist denn das? Hä? Ach so. Nein. Okay, kann ich hier, nee, hier ist schon mal falsch, kann ich hier ein kleines Camp aufschlagen? Jawolli, kann ich, wunderbar. Dann werden wir nämlich von hier nach Esca, hier Mascara reisen und dann da mit De Santa sprechen. Zum Zielort reisen nach, da. Da wollen wir hin. Jetzt springt John Marston, er macht jetzt erstmal hier das Feuer aus und jetzt springt der da einfach hin. Ist kein Problem für ihn. Der macht einfach hops und dann ist er da. Dauert manchmal ein bisschen länger, weil er dann zu hoch springt. Und jetzt ist er da. So. Gut, dann gehen wir. Wir gehen nicht zu ihm hin. Okay, wir müssen speichern. Ich muss wahrscheinlich. Ja doch, ich muss einmal speichern. Machst du nichts. Hä, habe ich hier nicht auch irgendwas? Habe ich hier nicht auch eine Butze? Nee, habe ich nicht. Leerstehende Immobilien. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal dazu. Leerstehenden Immobilien. Gucken mal, ob ich mir die leisten kann. Was ist denn los? Ich habe eine Nachricht bekommen übers Handy. Was ist denn da los? Aha, irgendwas bei Twitter. Aha. Ich weiß nicht, warum ich was über Twitter bekomme, aber ich habe etwas über Twitter bekommen. Ein paar komische Nachrichten, ist mir egal. So, wie viel kostet denn die Butze hier? Kaufe ich mir. 150? Das ist kein Problem, oder was? Ist ja quasi Schnäpperkin. Öffnen wir mal eben den Behälter. Ja. Munition wieder voll. Und dann würde ich sagen, speichern wir mal eben das Spiel.